Moin bei Nerdvermedizin, diesmal wieder von der wunderschönen Nordseeinsel Jüst, die ihr im Hintergrund seht. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich habe in der Notfall- und Rettungsmedizin einen tollen Artikel gelesen über Fehlerquellen im Alltag. Und der hat mich nachdenklich gemacht. Und im Urlaub, da hat man ja viel Zeit, so ein bisschen zu rekapitulieren. Was macht man eigentlich? Wie macht man alles? Und ich wollte meine Gedanken mal mit euch teilen, ganz konkret. Soll es heute einmal um den Confirmation Bias und um das Diagnosis Momentum gehen. So, was ist denn das nun wieder? Ich will es euch an einem Beispiel näher erläutern. Ihr kriegt von einem ehemaligen Kollegen, dem ihr sehr vertraut und der fachlich in euren Augen sehr kompetent ist, einen Patienten zugewiesen wegen akuten Wirbelsäulenschmerz. Als Einweisungsdiagnose steht da akuter Wirbelsäulenschmerz bei bekannten chronischen Wirbelsäulenbeschwerden und jetzt steht da so eine Verdachtsdiagnose im Raum. Und an so einer Verdachtsdiagnose hält man sich oft fest und das ist das Diagnosis-Momentum. Und jetzt kommt dazu noch der Confirmation Bias, denn wir neigen dazu, so eine Verdachtsdiagnose, wenn sie uns plausibel erscheint und wenn wir sie uns vielleicht herwünschen, mit Befunden zu bestärken. Und wir versuchen, Befunde dahingehend zu interpretieren, dass wir unsere Verdachtsdiagnose, die wir initial gestellt haben, nun auch wahr werden lassen. Das heißt, wir untersuchen jetzt den Patienten und fragen nach, naja, wann hat sich denn der Schmerz gebildet? Der Patient sagt, ja, als ich eine Bierkiste hochheben wollte, da hatte ich plötzlich so einen reißenden Schmerz hier in der Brustwirbelsäule. Er fragt, ja, wie war denn das früher? Ja, da hatte ich auch schon mal Schmerzen, wenn ich Dinge schwer gehoben habe. Und damals war ich beim Orthopäden, der hat gesagt, das kam von der Wirbelsäule. Und dann sagt ihr, aha, okay, und naja, wissen Sie, ich bin trotzdem vorsichtig, ich mache jetzt noch ein EKG und dann nehme ich ein Labor ab mit Troponin. Und dann fragt ihr noch die kardialen Risikofaktoren ab. Das scheint euch aber alles unauffällig. Troponin ist zurück, ist unauffällig. EKG ist zurück, ist unauffällig. Und ihr sagt, nee, das passt für mich. Da hat mein eiweißender Kollege recht gehabt, das ist muskuloskeletaler Schmerz. Und ihr schickt den Patienten mit Analgesie nach Hause. Aber, weil ihr eben den Confirmation Bias und dem Diagnose Momentum ins Netz gegangen seid, ist euch gar nicht aufgefallen, dass der Patient in Wirklichkeit ein Pulsdefizit hat. Der Patient wirkt auch so ein bisschen marfanoid, worauf will ich hinaus? Der kann auch eine Typ-A-Dissektion gehabt haben. Und gerade bei solchen Krankheitsbildern, die sich sehr diffus oft äußern und wo man gar nicht so sicher ist, was man da vor sich hat, da geht man natürlich oft ein hohes Risiko ein, wenn man den Patienten nicht gut untersucht hat. Jetzt wird man natürlich sagen können, naja, shit happens und man kann nicht immer alles herausfinden. Man hat einfach nur eine gewisse Treffersicherheit. Das stimmt, leider. Und wir können nur immer daran arbeiten, dass wir eben noch ein bisschen genauer und noch ein bisschen besser werden. Aber es gibt auch ein paar Tipps, um diesem Diagnosis-Momentum und dem Confirmation Bias eben doch nicht auf den Leim zu gehen. Nämlich, wenn wir eine Verdachtsdiagnose haben, versuchen wir die erst einmal beiseite zu schieben und versuchen nochmal ganz kurz den Patienten selbst zu evaluieren. Versuchen die Verdachtsdiagnose einfach zu vergessen und machen uns unser eigenes Bild. Und wir versuchen dann, immer dann, wenn Entscheidungspunkte kommen, also wenn ich jetzt entscheiden muss, wie mache ich mit dem Patienten weiter, welche Diagnostik mache ich und nehme ich den Patienten stationär auf oder mache ich das Ganze ambulant, dass ich dann nochmal alles zusammenfasse, alle Befunde mir nochmal ganz objektiv ansehe und mich frage, passt das, ist das stimmig, welche wichtigen Differentialdiagnosen kämen eigentlich noch so in Betracht? Ist übrigens auch ein gutes generelles fachliches Training. Und wenn das alles stimmig ist, wenn alle Befunde stimmig sind, dann Haken drunter und Arztbrief schreiben. Und wenn man den Arztbrief schreibt oder wenn man sich auf eine Übergabe vorbereitet, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man muss Befunde umständlich interpretieren und umständlich irgendwelche Lösungen finden, warum dieser Befund jetzt ins Gesamtbild hineinpasst, oder alles ist stimmig. Und immer dann, wenn man umständlich argumentieren muss, wenn man irgendwelche anamnestischen Aussagen oder irgendwelche Befunde irgendwie uminterpretieren muss, wenn das Ganze kein stimmiges Bild ergibt in der inneren Übergabe, die man sich selbst übergibt, bevor man den Patienten dann weiterschickt, dann sollte man sehr hellhörig werden und dann sollte man nochmal genau überprüfen, bin ich da nicht vielleicht einem Bias ins Netz gegangen und habe ich da nicht vielleicht aus Hoffnung an die Verdachtsdiagnose irgendwo falsch gehandelt.
So, das war's auch schon. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich persönlich finde immer dieses ganze Fehlermanagement und Ursachen von Fehlern im Alltag hochinteressant. Mich würde euer Feedback extrem interessieren. Ich verabschiede mich jetzt wieder in den Urlaub und bin bald wieder zurück mit einem zweiten Teil, auch wieder zu Fehlern im Alltag.